Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unseres Seniorenheims, ich grüße Sie heute ganz herzlich am Weihnachtsfest. Mein Name ist Markus Schürrer, ich bin Pfarrer hier in Breitengüßbach, Kämmern und Ebing. Und ich grüße Sie auch stellvertretend im Namen meiner evangelischen Kolleginnen und Kollegen, dem Ehepaar Wittmann-Schlechtweg aus Hallstatt und vom Dekan Pfarrer Christoph Uttenreuther und Abbe Patrice aus Oberheid, zusammen auch mit unserem Pastoralreferenten Philipp Fischer und dem ganzen Seelsorgeteam. Ich stehe hier an der Krippe in Breitengüßbach und ich möchte Ihnen die Weihnachtsbotschaft mit auf den Weg geben in diese Zeit, die so ganz anders ist. Es ist ein großer nach Lukas im zweiten Kapitel. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Es ist für uns eine Zeit angekommen, es ist für uns eine große Gnade. Es ist für uns eine Zeit angekommen, es ist für uns eine große Gnade. Unser Heiland Jesus Christ, der für uns Mensch geworden ist. Und es erging ein Gebot des Kaisers, dass alle Welt geschätzt wird. Und es erging ein Gebot des Kaisers, dass alle Welt geschätzt wird. Josef und Marie voll Gnade zogen ihn zur Davidstadt. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Es war kein Raum in der Herberge.
Garten zu finden. Es war kein Platz für arme Leute. Es war kein Raum in der Herberg zu finden. Es war kein Platz für arme Leute. In dem Stall bei Esel und Rind kam zur Welt, kam zur Welt, kam zur Welt das heilige Kind. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Das ist die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Es waren Hirten bei Nacht auf dem Felde, ein Engel dort erschienen ist. Es waren Hirten bei Nacht auf dem Felde, ein Engel dort erschienen ist. Fürcht euch nicht, ihr Hirten im Leut, Fried und Freud, Fried und Freud. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie liefen eilend und suchten und fanden, was auf dem Feld verhüllet ward. Sie liefen eilend und suchten und fanden, was auf dem Feld.